Also Leute, beim heutigen Video geht es um das Thema Box-Looting. Ich sag's mal so, dieses Thema wurde im englischsprachigen Raum bereits besprochen, aber im deutschsprachigen Raum habe ich jetzt noch kein YouTube-Video dazu gefunden und deshalb dachte ich mal, ja okay, dann mache ich eben mal eins dazu. Ich muss zugeben, ich wusste selber bis heute nicht, dass es dieses System gibt und bin selber sehr überrascht. Wirklich übertrieben überrascht einfach, nur was für eine Auswirkung das Ganze hat. Im Gildensystem gibt es ja Collector Points. Pro Medaille, die man verdient, bekommt man ja 5 Punkte. Und über 90% der Collector-Punkte kriegt man fast eigentlich eh nur von den Abenteuern. Und bei diesem Box-Looting geht es eben darum, von den Abenteuer-Events hier 999.999 zu sammeln. Bedeutet, das ist die maximale Anzahl, die wir tragen können. Danach geht der Rest alles in die Geschenkebox. Das sieht dann so aus. Und naja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Fehler im System ist, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Jetzt, wie ihr sehen könnt, haben wir 999.999 von den Medaillen gesammelt. Für jede einzelne Medaille bekommt man 5 Punkte, haben wir gesagt. Die restlichen Medaillen, die man bekommt, weil man hört ja nicht auf zu farmen, wenn man eben diese Grenze hier erreicht hat. Man farmt trotzdem weiter. Der Rest kommt in die Geschenkebox. Und ja, ich sag's mal so, Leute haben dann in der Geschenkebox wirklich über tausende Geschenke von diesen Medaillen. Und ich rede jetzt nicht von 1000 Medaillen. Ich rede von 1000 Zeilen von 200, 300, 100 und so weiter Medaillen. Und jetzt kommt eben das Interessante. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Collector Points System hat irgendwie einen Fehler. Die meisten Gilden, die diesen Trick kennen, es kennen ihn nur sehr, sehr, sehr wenige Gilden, kann ich euch sagen. Von der Top 1000, ich tippe mal auf nicht einmal 20, um ehrlich zu sein, würde ich mal denken. Und die, die es wissen, machen es eben so. Sie benutzen jetzt einfach diese 999.999 Medaillen, die sie haben, im jeweiligen Shop und bringen es schnell auf Null. Danach gehen sie zu der Geschenkebox und drücken einfach auf Geschenke annehmen. Und jetzt denkt das System, aus irgendeinem Grund, ich verstehe es auch nicht wieso, dass man diese Medaillen jetzt neu gesammelt hat. Bedeutet, all diese Medaillen, die man hier in der Geschenkebox hat, werden so gewertet, als hätte man sie jetzt neu erfarmt. Bedeutet jetzt, Leute, dass man für jede Medaille, die man von hier bekommt, weitere 5 Punkte bekommt. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall verstehen, wie Gilden von so einer Punktezahl auf einmal zu so einer Punktezahl kommen. Also es ist schon ein bisschen brutal, was man damit erreichen kann mit diesen Collector Points. Also es ist auf jeden Fall brutal, wie heftig man dieses System abusen kann. Man kann sagen, was man will, aber das nennt man abusen, eines Tricks. Also es ist ein Bug oder ein Fehler und den nutzt man aus, damit man für sich selber einen Vorteil erschafft. Und Leute, die jetzt sagen würden, nein, das ist nicht so, würden damit sagen, dass Bande es beabsichtigt so macht. Und natürlich machen sie es nicht so. Ich glaube, sie checken selber nicht, dass das System so funktioniert. Weil ich denke mal, die wenigsten hätten sich gedacht, dass man so viele Abenteuer farmen würde, dass man sogar über die Grenze kommt. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, Leute, dass das kein Cheaten ist. Cheaten wäre wieder etwas ganz anderes, okay? Also wirft den Leuten jetzt nicht vor, dass sie cheaten oder so. Ich selber stehe überhaupt nicht zu diesem System, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich finde es reinsten Bullshit, aber man kann auch nicht dafür bestraft werden. Das alles hier ist eigentlich im System drinnen. Bedeutet, man nutzt einfach nur diese Fehler im System aus und das war's auch schon. Ich sag's mal so, diesen Bug hier zu beheben, wäre eigentlich eh kein großes Problem. Entweder stellt man einfach nur ein, dass diese Abenteuermedaillen einfach bis 999.000 gehen und wenn man drüber ist, verschwindet es einfach. Also so, dass man es nicht mehr in die Geschenkebox kriegt. Oder man erhöht von allen Medaillen, die es gibt, die Anzahl, die man tragen kann, einfach auf ein riesiges Maximum. So, dass das Maximum einfach nie erreicht werden kann. Dann hätte man eigentlich auch kein Problem. Deshalb denke ich mal, falls Bandai das eben sehen wird, dass sie dieses Problem sehr schnell fixen werden. Jetzt werden es höchstwahrscheinlich noch einige Leute ausnutzen auf jeden Fall. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Problem sofort aus dem Gildensystem verschwindet, weil es ist schon unfair für die Leute, die in die Top 50 kommen wollen, ohne solche Tricks zu benutzen. Weil, stell dich mal einfach vor, über 50 Gilden würden das wissen. Wie schwer wäre es dann in die Top 50 noch zu kommen, seien wir mal ehrlich, das wäre reinster Bullshit. Aber dann Leute, mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr von dem Ganzen hier haltet und ja, lasst es mich auf jeden Fall in den YouTube-Kommentaren wissen. Von meiner Seite aus wäre es auf jeden Fall gewesen, hoffen wir auf jeden Fall, dieser Bug oder Fehler, nennen wir es wie wir es wollen, wird sofort aus dem Gildensystem wieder entfernt und hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!